Yo, hello. Wanted to come to look to that, thanks awakening. Also, ich hab letztes Mal, also nachdem ich gespeichert hab, das Video aussehen ausgemacht, hier, Emulator, ohne zu speichern. Und ja, jetzt muss ich den Wald nochmal machen, aber teilweise. Und natürlich noch die Yoshi-Puppe da gegen den Schleifer eintauschen. Und zufällig habe ich auch gleich jemanden gefunden, der die Schleife wollte, und zwar diesen Hund. Ja, dieses Hund mit Schleife wollen, keine Ahnung. Ich bin sehr mega von Juwelen, ich liebe dieses Volk, und wenn du etwas anderes hast, so ja damit. Guck, das hat sie gesagt, ich habe die Schleife gegeben, jetzt habe ich Hundefutter. Mal sehen, wo ich das hingeben kann, vielleicht mit dem Hund. Vielleicht gleich nehmen. Nee, das ist nicht, ja, vielleicht ist den hier. Jo, jo, jo. Ja, mit Arsch bist man. Kann man den durchtrennen? Die Leine? Nee, kann man nicht. Schade. Also, Hundefutter guck ich noch, aber ich wollte ja eigentlich ins erste Dungeon. Ganz genau, das werden wir jetzt auch tun. Wurmpalast. Turmstrand. Wurmpalast ist dann. Wie sehe ich eigentlich oft nochmal? Naja, ich wollte zerschneiden, gucken, was geht. Geht aber nicht. Nee. Also. So, hier ist irgendwo gleich der Wohnpalast, nehme ich an. Hoffe ich mal. Ist bestimmt gleich um die Ecke. Da kommt man bestimmt in 5 Sekunden, vielleicht ist das Vorstand schon. Glaube ich aber nicht. Und hier gleich nebenan ist der Wurmpalast. Ja, ich wusste es. Jo, ich hab den Schlüssel. Und jetzt werden wir das erste Dungeon betreten. Auf der Seite heute was Episches. Lolleins Wurmpalast. Heute Epic Cockroach Fight. Gott, was ist das, ein Kraken? Ein Tintenfisch. Paul! Ein Schlüssel! Dein Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Aber nur fast. Bestimmt solche Boss-Schlösser nicht. Oh, ich bring dann Ding wie in der Link to the Past. Ich bring dann Skelette wie in der Link to the Past. Oh, jo. Nochmal springen das Skelette wie in der Link to the Past. Also die Parallelen zu A Link to the Past nicht von der Hand zu weisen. Ja, hier die Tür geöffnet. Sonnen, Sonnen, die werden mich töten mit ihrer Hitze. Oh mein Gott, Poker. Ich glaube, ich brauche drei Peak. Drei Peak brauche ich jetzt. Komm, du musst auch noch Peak werden. Nein, zwei Herz. Bullshit. Brauche ich zwei Herz. Ach, oh, du tust mir sogar weh. Hey, Leute. Ach, shit. Jetzt brauche ich drei Herz schon wieder. Ach, egal. Schwer hier, Alter. Ich brauche drei Tickets. Ah, knapp. Ja. Mensch, bin ich ein Tier oder so? Das ist das vierte Teil der Steintafel. Was wohl auf der Tafel zu lesen ist? Vielleicht. Hier könnte Ehrenwerbung stehen. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. Wie jetzt? Nein, hier könnte Ehrenwerbung stehen. Oh mein Gott. Sonnen. Stirb. Schau mal, hier gucken. Oh mein Gott. Sonnen sind sowas von furchtbar. Schlüssel. Okay. Da ist so ein hässliches Vieh, die sie auch aus A Link to the Past wir alle kennen. Ein paar Rubine. Na toll. Ah. Was die wohl alle umbringen. Das ging ja leicht und schnell.
Achso, jetzt bin ich wieder hier, Alter. Da war ich schon. So, mal gucken, was hier versteckt. Vielleicht. What the fuck was? Soll ich einen Schlag und tot? Ein Schlag und tot? Was soll das, Alter? Ein Schlag und... sowas kann ich nicht aushalten. Oh, gut. Der Kompass, nun kannst du sehen, wo sich deine Endpositionen finden. Und 9999! Ein Akustiksignal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Wie nett. Hey, das ist gut so. Und das ist super. Das ist gut. Das ist revolutionär. Wo ist der Buff? Ich werde den Sound wahrscheinlich nicht hören, aber ich höre den Sound. Ich werde mal sagen, boah, Schlüssel. Hier gibt es keinen Schlüssel. Weg mit dir. Also ich fliege das irgendwie nicht so schnell um. Wow. Die Sonne ist so heiß. Wow. Ach, die Musik ist cool. So schade, dass ihr den nicht hören könnt. Ihr werdet begeistert. Okay, sehr gut. Aber ist ja auch egal. Was mache ich eigentlich immer für Scheiße? Das ist vielleicht langweilig, Leute, dann auch. What is... What the fuck is going on, Alter? Oh, nee, so geht's nicht. Ach so. Ah, das hatten wir doch mal gleich. Ah, so. Ah, jetzt weiß ich, wieso. Also zuerst musst du die Stachis da mit dem Schild berühren, stand. Denn erst muss die Stachis mit dem Schild berühren, heißt, dass diese kommen viele die Stachis sind. Wenn man Schild berühren, dann fallen die auf Rücken und du kannst nicht umbringen. Oh mein Gott, ich jumpe dran. Ja, stimmt. Wie cool, ich mag das. Aber wie jumpt man? Ja echt, wie springt man, ja? So, ich würde gerne mal wissen. Ups. Ich gehe jetzt nicht, bevor ich nicht weiß, wie man hier springt. Hätte doch mal jemand erklären können, wie? Vielleicht kann man ja auch gar nicht springen. Ja, das ist ja unlogisch, weil Goombas sind die einzigen Gegner, die man mit Springen bewegen kann. Hilfe. Aber cool gemacht. So was habe ich schon lange in der Zelda gesehen, bei Zelda 2 nicht. Aber wie springt man? Also, Leute, wenn ihr wisst, wie man springt, bitte in die Kommentare schreiben. Hey, ich mag Kommentare, schreibt mal in die Kommentare. Und abonniert nicht, ja. Okay, nein. Muss nicht sein, aber es wäre schnell. Und was ist das hier? Oh fuck. Das war cool. Was? Was? Ich hab doch gar nicht. Ich hab doch gar nicht Weg tun. Machen tun. Schlimm. Weiß ich, wie weit ich hier jemals komme. Also, Leute, schwer. Knackig, dieses Spiel. Ordentlicher Schwierigkeitsgrad nennt man sowas heutzutage. Also, okay, so schwer ist es jetzt auch gar nicht, übertreibt ein bisschen, aber ich bin halt schon mal gestorben. Ja, ach man. Ich kann im ersten Dungeon sterben. Ja genau, wenn man diese komischen Viecher ignoriert und so. So, ich gehe jetzt einfach mal durch und ein. Zweimal da drauf und ein ist tot. So, das ist halt das typische Problem. Toll. Kriegt man hier so eine Brücke oder so, wo man dann lieber ablaufen kann, das wäre doch. Das wäre richtig gut. Vielleicht finden wir schon im nächsten Video heraus. Bis dann.